Fortuna Düsseldorf brauchte 26 Minuten bis zur ersten vorzeigbaren Möglichkeit. Und die gleich aus 40 Metern, Ulf Mehlhorn. Ein tückischer, ein fieser Ball, der immer länger und länger wurde und nicht ungefährlich war. Der Aufsteiger nahm das Spiel jetzt in die Hand. Immer häufiger Unsicherheit in der Kölner Abwehr. Frank Mill. Lavasch. Und in der Mitte Kuitin Schala. Ein Missverständnis hier zwischen Labbadia und Bodo Ilk. Alexander Ristić innerhalb von 12 Monaten aus der Drittklassigkeit ins Oberhaus. Das erste Heimspiel würde er natürlich gerne gewinnen. Der Libero, Fehler von Ralf Hauptmann und Frank Mehl gegen Bodo Ilkner. 30 Minuten vorbei, das 1:0 durch Frank Mehl. Ein 3-Stationen-Tor. Zunächst der Abschlag von Torhüter Georg Koch. Dann der schwere Fehler von Ralf Hauptmann und Frank Mehl bedankt sich die Führung für Düsseldorf. Good old Frankie Boy, abgezockt wie eh und je. Ein Jahr Bundesliga-Abstinenz. Und jetzt das erste Spiel, sein 122. Bundesliga-Tor. Mochten Olsen, als könne er es nicht glauben. Torschütze war tatsächlich Frank Mehl, der 37-Jährige. 33 Minuten jetzt vorbei und Sündengeißbock Ralf Hauptmann auf dem Weg nach vorne. Fehlerkorrektur war angesagt und beinahe hätte es geklappt. Georg Koch hier verhinderte den Ausgleich, die anschließende Ecke. Und Stefan Kohn artistisch hier, sah zwar gut aus, aber eben kein Treffer für den FC. Eine Szene zum Selbstbewusstsein tanken, so sollte man meinen, aber das Gegenteil war der Fall. Fehlerhafte Abstimmung bei den Kölnern, Zeichen der Verunsicherung. Thomas Seliger gegen Bodo Ilkner, eigentlich ein Muss 2:0, aber wieder einmal ein lautes Dankeschön der Kölner Abwehr an Bodo Ilkner. Klasse gehalten hier. Zur Pause 0:1 aus Kölner Sicht und schon Anzeichen von Resignation. Der Kapitän Bruno Labbadia, der Trainer Morten Olsen und auf der Tribüne der Manager Bernd Kohlmann und der Präsident Klaus Hartmann. Hier wird vielleicht schon mit Engelszungen geredet. Verhaltener Beginn nach dem Seitenwechsel, aber die Spielanteile zunächst weiter auf Seiten der Gastgeber. Demann kennt sie bereits, Ulf Mehlhorn aus Chemnitz gekommen und gegen seine Schüsse ist ein Hammerschlag, eine Streichleitung. Danach wechseln dann auf Kölner Seite. Ins Spiel kam Olaf Janssen für den Neuzugang aus Nigeria für Sunday Oliche. Toni Polster also weiter auf der Bank, aber in der Not Morten Olsen mit einem glücklichen Händchen. 70 Sekunden nach seiner Einwechslung Olaf Janssen der Ausgleich. Janssen alles andere als ein Torjäger, aber clever gemacht hier, profitiert von Jörg Bachs Stellungsfehler und es heißt 1:1 zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln. Und die Olsen-Faust, ein Symbol der Hoffnung für den Trainer. Alexander Ristić brachte Darko Pančev und beim FC wechselten Polster und Labbadia Platz und Kapitänsbinde. Noch einmal die Düsseldorfer. Der eingewechselte Jörg Schinkendorf und der beste Kölner stand wie so oft im Tor. Das war die letzte Aktion, 1:1, der verdiente Endstand, ein Punkt wohl für beide Trainer, weder Fisch noch Fleisch, aber der eine kann damit leben, der andere muss. Nach dem Spiel Reaktionen eingefangen von Sven Kopeinig. Wir sind auch nach 20 Jahren, kann man sich über ein Tor noch freuen und ich habe jetzt in der ersten Bundesliga ein Jahr lang nicht gespielt und habe auch lange kein Tor geschossen. War schon ein schönes Gefühl. Dieser eine Punkt hilft dem ganzen Verein. Ja, ich glaube, dass der Druck sicherlich am größten auf den Trainer ist, aber auf die Mannschaft genauso, auf den Verein. Und wir sitzen alle in einem Boot. Von daher gibt es nicht für ihn oder gegen ihn, sondern wir wollen alle nur eins und das ist gewinnen. Okay. Und hilft dieser eine Punkt jetzt dem Trainer? Ja, man muss sehen, wie die Art und Weise, wie der Punkt zustande gekommen ist. Ich glaube, unter den gegebenen Umständen hier hilft es ihm ein wenig. Wir haben zumindest Ruhe bis zur nächsten Woche. Wir können sowieso jetzt nur noch von Woche zu Woche denken. Fortuna kann für viele vor der Saison schon abgestiegen mit den Großen mithalten. Ja, was heißt mithalten und so? Wo sind die Großen überhaupt? Wo steht St. Pauli und Rostock und so? Und wir kommen auch noch nach oben. Für Düsseldorf also geht's nach oben. Der 1. FC Köln dagegen hat den Abwärtstrend zumindest verlangsamt.